Egal, ob Sie alleine, zu zweit, mit der Familie oder einer ganzen Gruppe unterwegs sind, eine gut gefüllte Reiseapotheke gehört in jedes Urlaubsgepäck. Was drin sein sollte, hängt vor allem davon ab, wohin Sie reisen. Ist Ihr Ziel eine Touristenhochburg, so können Sie in der Regel auf eine vorhandene Infrastruktur zurückgreifen. Bei Fernreisen, aber auch bei Fahrrad- oder Trekkingtouren durch einsame Regionen sollten Sie hingegen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Bei einer gewöhnlichen Urlaubsreise reichen Pflaster, ein paar Schmerztabletten und Desinfektionsmittel, das übrigens in vielen käuflich zu erwerbenden Reiseapotheken fehlt. Sind Kinder dabei, gehören außerdem Paracetamol als Zäpfchen oder Saft und ein Pulver zur Rehydration nach Durchfällen wie zum Beispiel Indotrans dazu. Auf ASS bzw. Aspirin sollten Sie lieber verzichten, weil dieser Wirkstoff Magenbluten verursachen kann. Nehmen Sie stattdessen lieber Paracetamol oder Ibuprofen. Steht eine Fernreise oder eine längere Trekkingtour auf dem Urlaubsprogramm, sollten Sie zunächst einmal prüfen, ob bestimmte Impfungen notwendig sind. In die Reiseapotheke gehören dann stärkere Schmerzmittel wie Tramadol oder Tilidin und auch ein Antibiotikum. Sehr zu empfehlen ist außerdem ein Kit zur Versorgung von Notfällen an den Zähnen. Damit es vor Ort keine bösen Überraschungen gibt, sollten Sie sich sicherheitshalber über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Urlaubsland informieren. Denn das ein oder andere Schmerzmittel kann dort als Betäubungsmittel gelistet sein. Für alle Urlauber mit Vorerkrankungen und alle anderen, die auf bestimmte Medikamente angewiesen sind, ist es natürlich wichtig, das entsprechende Präparat in ausreichender Menge bei sich zu führen. Unser Tipp: Verteilen Sie Ihren Vorrat gerade bei Flugreisen auf mindestens 2 Gepäckstücke. Sollte eines davon verloren gehen, sind Sie dann immer noch auf der sicheren Seite. Eine weitere Möglichkeit ist die Unterbringung im Handgepäck. Dabei sollten Sie sich aber vorher über die Sicherheitsbestimmungen im Terminal informieren. Ein Rat zum Schluss: Schauen Sie zu Hause einfach mal in Ihren Medikamentenschrank. Nur Sie wissen aus Erfahrung, was Sie von Ihren Arzneimitteln noch benötigen könnten. Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist Ihre Reiseapotheke gut gefüllt und einem erholsamen und gesunden Urlaub steht nichts mehr im Weg. Weitere Infos unter www.apropos-gesund.de.